Yo, YouTube, was geht ab? Aber wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Crafty, meine Freunde. Wer bist du denn, Alter? Mach das. Oh, okay. So, mach mal, dass du Land gewinnst. Freunde, es ist soweit. Wir sind jetzt aus dem Knast hier rausgekommen. Ich muss mal gerade checken. Habe ich irgendwo noch ein bisschen Holz, Freunde? Aber das muss ich mir einfach nur besorgen. Das sollte kein Problem sein. Ja, muss ich mir alles noch besorgen, Freunde. Ihr seht das. Wir haben unsere Spitzhacke mit Glück 3. Das hat auch Glück 3. Deswegen tun wir die wieder zurück. Und zwar, Freunde, wir haben es rausgeschafft. Und ich habe mir jetzt schon mal ein bisschen Diamantsachen gemacht. Ich habe noch Diamanten übrig. Müsste ich haben. Da sind noch 4. Und die hole ich mal ganz kurz mit, Leute. Und zwar, wir müssen uns erstmal zurückziehen. Wir sind leider nicht gut ausgerüstet. Aber, meine Freunde, ihr kennt das doch. Das ist uns damals auch schon passiert, wenn unsere Ausrüstung weg ist. Wenn uns alles weggenommen wird. Wenn wir gerade schwach sind. Dann ist es an der Zeit, dass wir uns wieder verbessern, Leute. Wir werden uns wieder stärker machen. Wir werden nicht aufgeben. Und deswegen fliege ich erstmal weg aus der YouTuber-Insel. Lasst mal gerne ein Like und ein Abo da hier auf dem Kanal von Craftbeer. Und ihr wisst ja, ich habe kurz vorher, hatte ich ja hier auch was gehabt, Leute. Ich hatte auch ein Haus, da habe ich ein paar Sachen reingetan. Ich glaube, es war sogar das Haus hier, wenn ich mich nicht irre. Genau, das Haus hier habe ich auch eine Dings. Okay, das holen wir uns mal kurz mit. Da ein bisschen was zu essen. Eisen brauchen wir, ist immer wichtig. Und das holen wir uns gerade mit, Leute. Warte mal, hat mir nicht irgendwo eine... Ah, wir haben uns leider keine Axt mitgeholt. Da passt es. Wir haben 3 Stück davon. Wir holen uns ganz kurz ein bisschen Holz mit, Leute. Wir müssen uns gerade ein bisschen Holz mitholen. Machen das einmal ab. So. Freunde, wir werden uns ein bisschen weglaufen, weil wir müssen uns ein kleines Versteck bauen. Und nicht nur ein Versteck. Ich überlege sogar, mir eine geheime Villager-Farm zu bauen, Freunde. Damit ich da ein bisschen auskomme. Ja? Damit ich ein bisschen wieder Ruhe habe. Soll man das so einmal... So einmal. Und ich habe mitbekommen, Rainy hat ja eine Goldfarm, Leute. Und mir wurde erzählt, er hat auch eine Villager-Farm. Freunde, wenn wir es schaffen, uns mit Rainy zusammenzusetzen, können wir mir vielleicht wirklich in einem schnellen Prozess eine neue OP-Rüstung machen. Wenn ich eine neue OP-Rüstung habe und dann helfe, damit Gold zu farmen, Leute, dann können wir es vielleicht schaffen, wieder gut an Equipment ranzukommen, weil bald geht es los, Leute. Ich kündige es damit an. In naher Zukunft ist die Jagd auf den Alpha-Clan eröffnet, meine Freunde. So sieht's aus. Wir werden den Alpha-Clan komplett hops nehmen und zerstören, Leute. Koste es, was es wolle. Und soweit ich mich erinnern konnte, müsste hier im Schneegebiet irgendwo ein Villager-Dorf sein. Weil hier habe ich mal einen Villager mitgeholt, damals, als ich mir meine Farm aufgebaut habe, meine Farminsel. Und wir haben uns dann nach Villagern gesucht. Ich guck mal gerade selber, Freunde. Es ist gerade schwierig, hier was zu finden. Ich werde Ausschau halten, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Jawohl, wir haben es gefunden, Leute. An das Dorf kann ich mich noch erinnern. Hier habe ich mit dem Boot versucht, damals Villager rüberzuholen. Und ich habe die auch getrappt. Also, gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt hier sind. Leute, ich brauche keine Kartoffeln. Ich werde hier Karotten anbauen. Karotten, way to be, Leute. Ihr wisst doch, wie der Hase läuft. Außerdem muss ich mich mit Rainy verknüpfen. Ja, aber solange die Kartoffeln noch hier am Start sind, werde ich die ganz kurz hier noch anpflanzen. Freunde, wir werden uns hier mal hier kurz das Lager aufschlagen, weil wir uns neu aufrüsten müssen. Außerdem habe ich mir überlegt, Leute, eigentlich können wir hier eine Villager-Hall machen. Eigentlich können wir hier wirklich eine Villager-Hall machen. Dafür hole ich mal ganz kurz alle meine Materialien hier weg. Und ich werde die Villager mal irgendwo alle trappen. Wo mache ich das am besten? Ich glaube, ich werde mir einfach einen Weg hier runter bauen, womit die Villager, wo ich alle Betten reinmache. Das werden wir mal ganz kurz machen, meine Freunde. Ich werde ein kleines Loch machen mit einem Zaun davor und dann geht's los. Okay, Freunde, wir haben hier alles ein bisschen ready gemacht. Ich habe geguckt, ich habe versucht, alle Betten mitzunehmen, dass ich dort drüber hole hier rein. Und dann werde ich das hier ein bisschen zubauen und ich kann mit der Lytra eh immer wieder rein und raus. Demnach sollte das eigentlich fit gehen. Ich mache das mal ganz kurz so. So, und dann können die gleich da runtergehen, schön mit ihrem Bett da interagieren. Und dann werde ich hier drunten schön zu Trades machen, Leute. Ja. Wir werden uns versuchen. Ich habe auch wieder gut was an Bücher. Ich habe eine Bibliothek da auseinandergenommen. Ah, ich hoffe einfach, Leute, dass es funktioniert. Warte mal, wir können, glaube ich, schon mal da so mitholen. Du, mein Bre, muss mal ganz kurz hier mit. Komm mit, komm her, komm her. So, Freunde. Also, wie gesagt, ihr wisst das. Ich werde es, koste, was es wolle. Ich werde mir alles wieder zurückholen, Freunde, ja. Ich werde mir alles wieder zurückholen, alle meine Sachen. Und dann werden die Leute vom Alpha-Clan ihr blaues Wunder erleben. Weil die haben Avive und Amir noch nicht erlebt, wenn wir mal sauer auf jemanden sind, ne. Ich denke, mal eine andere kann auf jeden Fall mal ein Liedchen davon singen, wenn wir zwei uns auf den Gegner reintun. Ja, sollten sie mal ihren Alpha-Stein fragen oder Leute, die im Clan waren. Aber eigentlich müsste Timmy das ja wissen. Okay, komm, du gehst noch einmal hier runter. Na, komm. Na, fein.
das kurz weg. So, dann haben wir erstmal alles weggemacht. Sehr gut, Freunde. Das holen wir ganz kurz wieder mit. Und hier unten werden wir die paaren lassen, Freunde. Wir werden nur einen zweiten Laden holen. So, Freunde, der zweite ist hier drin. Oh, nein. Oh, nein. Sag mir nicht, der ist jetzt... Oh, bitte. Der ist jetzt wirklich daran gestorben, oder was? Ist der echt an der Lava gestorben, weil ich eine Lava drin hatte? Ey, bitte, Freunde, ich kann das nicht mehr. Ich hole den zweiten wieder rein. Leute, wir haben den zweiten ranbekommen. Warte mal. Bro, bist du da drüben? Meinst du, du brauchst Hilfe? Oh, mein Gott, Reini. Yo, yo. Oh, wenn du wüsstest, was alles passiert ist. Oh, Leute, wir können uns mit ihm treffen. Können wir uns treffen? Können wir uns treffen? Ganz kurz. Oh, meine Lytra ist halb leer, Freunde. Eieieiei. Da muss ich aufpassen. Okay, warte mal, Freunde. Jetzt haben wir hier aber... Lasst mich da mal ganz kurz... Ich habe extra noch ein paar Laternen mitgeholt. Lasst mich mal ganz kurz hier einmal so machen. Und einmal so machen. Das ist doch nicht euer Ernst, Freunde. Die sind wirklich hier reingegangen. Oh, ich habe nicht zugemacht. Ist hier eine große Höhle? Ja, ist es. Na toll. Na toll. Ach, Freunde, wisst ihr was? Ich treffe mich erstmal mit Reini. Um das ganze Ding kümmere ich mich später. So, wir gehen jetzt erstmal rüber zu Reini. Okay, Freunde, ich habe ihm zu ihm gesagt, wir treffen uns bei mir in der Farmbase. Ich werde Reini von allem erzählen. Und dann, vielleicht, er wird uns wahrscheinlich auch helfen, Leute. Er wird uns wahrscheinlich auch helfen, Timmy zu stürzen und Timmy fertig zu machen. Das war eine Dreizack-Farm, aber wir gucken mal ganz kurz. Oh, Leute, wo ist denn der? Ah, oh, da ist die Nase. Hey, Reini! Hey, Amir! Oh, Digga, freut mich, das wiederzusehen. Hä? Was hast du für eine Rüstung an? Ja, Bro, wenn du wüsstest, was alles passiert ist. Nein, ey. Was ist passiert? Nachdem wir Timmy ja besiegt hatten, ne? Ja. Hast du es mitbekommen, dass Judy mit einem Pfeil besiegen konnte? Ja, ja, ich war, da war ich ja noch dabei, genau, ja. Das heißt, seine Buffs waren weg. Ja, er war schwach. Ja, und dann hat Timmy mich zu einem 1v1 herausgefordert. Und dann habe ich es angenommen. Ja. Ich habe gedacht, er hat keine Buffs. Was ist? Ja, er hat doch wieder alle gehabt. Nein. Und als ich besiegt worden bin, weißt du, wo ich gerespawnt bin? Hä, aber warum hat er die zurück? Nee. In dem Gefängnis von denen. Ich war zwei Tage lang. In dem Gefängnis lang. Von denen? Ja. Ich war zwei Tage lang. Bro, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Bro, ich hatte keine Möglichkeit. Ich kam nicht raus. Ich habe im Video gesagt, also die sollen Leute bleiben. Aber keine Sorge, Vive kam wieder und hat mich rausgeholt. Ja. Oh mein Gott, Russik. Lukas. Lukas ist Legende. Wieder am Start. Geil. Das heißt, wir werden links ran, Mann. Reini. Bro, warte, erstmal hier. Die hat Tobi mir gegeben, deswegen habe ich sie gerade überhaupt erst geschrieben, weil Tobi kam gerade zu mir und meinte einfach, dass du in Gefahr bist oder dass du Hilfe brauchst irgendwie. Hat er meine Sachen her? Digga, Tobi macht mir immer mehr, macht mir nur mehr Fragezeichen in meinen Kopf. Ich verstehe es auch nicht, aber es sind auch nicht alle deine Sachen, oder? Nee, da fehlt meine ganze Rüstung, meine Lytra, Stärketränke, alles, full Equipment, aber egal, ey, das ist... Oh mein Gott, und wenn ich jetzt noch darüber nachdenke, dass ihr alle eure Sachen weggeschwenkt habt, ja, oh mein Gott. Das ist kein Problem. Bro, ich sag dir ehrlich... Ja, aber überleg mal, hätten wir die nicht weggeschwenkt, würde Alpha Kani bis heute noch benutzen. Ja, natürlich, das war die beste Lösung, safe. Ja. Vor allem, weil... jetzt nicht Evive Lukas, aber Admin Lukas, ehemaliger Admin Lukas, und ich haben da was aufgebaut. Ich hab doch, du hast mir erzählt von einer Goldfarm, ey, deswegen bin ich auch hier. Ja, zum Beispiel. Meinst du, ich kann die vielleicht ein bisschen benutzen, um mir ein paar Goldäpfel zu machen? Bro, safe. Ich bin auch gerade Level 195, also die ist echt krass. Wenn du dich da eine Nacht AFK stellst, Level 200, safe. Ja, nice, sehr gut. Ja, aber ich brauch ein paar Level, weil ich muss mich wieder verzaubern. Aber komm mal mit, ich hab noch ein paar Bücher übrig, komm mal mit. Oha. Ja, ich glaube, ich würde dir sonst auch unsere Villager-Farm und sowas alles zeigen. Oh, das Ding ist, wir haben da keine Bücher. Mhm. Wir haben da leider keine Bücher. So ja, alles andere, aber ich mache das über Level eigentlich immer alles. Also es geht eigentlich auch recht easy. Ja, wo ist denn deine Base gerade? Ja, weniger. Das ist ja mein altes Versteck. Komm mit hier. Er ist unter Wasser. Oha. Ja, Wasserkrieger doch. Okay. Dein Name ist nicht nur Dekoration. Ja, stimmt. So, hier war es, genau. Hä? Kennt die irgendjemand? Lukas kennt die. Hier habe ich früher meine Tränke gebraut. Warte mal. Ah. Warte. Okay, ich verstehe. Ich muss ja gerade ein bisschen Platz hier schaffen für mein Inventar. Ja. Weil ich habe gerade schon fast selber eine Villager-Farmer machen. Ich bin schon weggeflogen.
So. Nee, komm dann am besten zu uns, weil wir haben halt schon viele Villager, die kannst du einfach fortpflanzen, weißt du, ich meine? Oh, das wäre nice, das ey, ist halt wirklich, easy. Dann kann ich mir wieder neue Rüstung und machen. Wir haben eine Eisenfarm, deine alte Eisenfarm haben wir quasi da. Ey, heißt, du hast unendlich nice. Eisen, damit dann... Guck hier, da habe ich noch ein paar Bücher übrig. Ah, okay, ja, perfekt. Ja, da kann ich mal ein bisschen was gespart. Schwert und so kannst du ja, machen, ja, okay. Ja, da hab ich ein bisschen was gespart, da muss ich noch nicht so weit farmen. Ja. Passt. Ich lasse die Schalker-Boxen erstmal hier, weil da kommt eh keiner hin. Okay, meinst du? Ja, dann würde ich dir das kurz zeigen. Ja, warte, ich weiß gar nicht, wohin führt das hier im Nether? Führt das zur Nether-Decke wahrscheinlich nicht, oder? Nee, zur Decke nicht. Warte, ich will grad... Nein, okay. Deck habe ich woanders. Also, willst du zur Nether-Decke? Ja, wir müssen zur Nether-Decke. Ey, hast du Phantom heute vielleicht? Weil mein Lytra geht langsam kaputt. Safe, warte. Ich geh mal kurz hoch. Oh Leute, Ryan ist so ein Ehrenmann, Alter. Leute, ihr müsst auch Ryan mal alle abchecken, ja? Also lasst auch mal ein Like und ein Abo bei ihm da. Der hilft mir immer so viel. So, warte. Okay. Hier hätte ich noch welche. Aber sonst habe ich, glaube ich, auch Reparatur und Dings. Habe ich sogar auf noch ein Buch. Ja, muss ich mal gerade gucken. Warte. Hier müsste ich. Da müsste. Hallo? Ja. Sorry, ich bin mal gemutet. Hier müsste noch Reparatur. Ja, hier ist noch Reparatur und Haltbarkeit drin. Boah, nimm die gern raus. Okay, warte. Reparatur. Weißt du was? Kann ich jetzt wegtun. Und Haltbarkeit. Ich hab hier gerade ein bisschen Müll in deiner Schalker-Kiste. Hey! So, warte. Ja. Riley, kannst du mitkommen? Ich hab kein Level. Achso. Okay. Leute, Freunde, Riley ist so ein Ehrenmann. Oh nein. Leute, ich muss jetzt noch wieder heilen. Also man kriegt so viel Damage, wenn man keine Verzauberung hat. Gott. Wo ist denn der? Riley! Ja, wo bist du denn hingegangen? Hier! Ja, wusste ich nicht. Du bist ein Rentner, Riley, weißt du das? Nein, Bro, ich war noch gerade in die Kiste packen. Oh nein. Ja, hier ist doch ein Anvil. Ja, deswegen hast du hingemacht. Ja, ich hab keine Level. Okay, easy. Warte, ich geb dir kurz die Bücher. Reparatur und hier ist meine Lytra. Jo. Digga. So. So. Die wollten dir ein paar Phantom heute bringen. Ich danke dir, Mann. Aber warte, Phantom heute Kontrolle. Ja, kannst du trotzdem noch schon mal, dass wir schon mal reparieren, weil. Easy. Geht die gleich auch kaputt. Kommen wir bis da hinten hin. Ja. Dann zeige ich dir kurz, wo du. Du bist an die Decke, ne? Dann zeige ich dir kurz, wo meine alte Farm war. Ach so, ja, wir können auch einfach durchs Schwert gehen. Neben Alpha-Dings. Ja, okay, lass einfach hängen. Oder wir gehen zu deiner alten Base, ich weiß nicht. Ja, egal. Keine Ahnung, mir ist egal. Wo muss am Schwert? Ja, lass einfach zu Dings gehen. Okay. Lass einfach zu Alpha das Schwert gehen. Okay. Leute, wir folgen erstmal Ryan jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir in deren Base angekommen sind. Weil ich will nicht leaken, wo die ist, meine Freunde, ja? Ganz wichtig. Ja, Freunde, wo sind. Oh, wo sind wir denn hier? So, da sind wir. Das ist ja wirklich die oh mein Gott. Wie nice. Bro, da unten ist auch gerade so viel Eisen. Ich stand die ganze Nacht lang AFK. Ah, ich kenne die hier. Ja. Ich weiß, was das hier ist. Ich weiß ganz genau, was das hier ist. Ich hab das hier extra nicht... Da hab ich tatsächlich nichts mit zu tun. Aber hier vorne haben wir noch eine Baumfarm. So, oh, krass. Wenn du Baumstämme haben möchtest. Oh, da hinten noch eine unendliche Knochenmehlfarm. Mhm. Hier. Und hier natürlich noch eine Dingsfarm, eine Zuckerrohrfarm. Deswegen, gibt es wirklich alles, was man braucht. Ja, okay. Und dann halt, wenn wir jetzt in die Richtung fliegen, also so quasi über die Eisenfarm hinweg, ein bisschen links, dann kommen wir zu unseren Villagern. Komm mit. Digga, Leute, geisteskrank, was sie alles gemacht haben. Die haben da zu zweit richtig reingehasselt. Die haben mehr als ich gehabt, Alter. Oh, ich sehe, ja. So. Den geht's aktuell noch nicht so gut, aber... genau, hier... Oh ja, den geht's genauso wie hier mein. Hier sind die alle drin. Ja. Und also hier ist auch noch... Hier tue ich meistens das Eisen rein, wenn ich was gesammelt habe und die nicht mehr traden. Mhm. Das in der einen Kiste ist auch noch ein bisschen was drin. Genau, hier kannst du halt die ganzen Emeralds beschaffen. Wir haben hier Feuerresistenztränke, was auch immer die alles verkaufen. Und Erfahrungstränke. Ja, Erfahrungstränke, genau. Ich hatte auch mal viele gehabt, ja. Genau, damit man die Rüstung reparieren kann. Genau, das haben wir hier alles. Okay, ich sehe, ihr seid sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, also ich habe noch eine Magma Cream Farm, die ist eigentlich nicht so wichtig. Die habe ich gemacht, damit ich die Goldfarm bauen kann.
eine Essensfarm. Oh ja, ich Essen, weiß nicht. Essens war mir in letzter Zeit auch ein bisschen knapper geworden. Ich weiß nicht, ob du das isst. Das ist eine Schweinefleischfarm. Oh. Aber wie sagst du denn, ich hab mir mal mit Villagern das Essen gemacht. Goldene Karotten. Achso, ja, ich hab halt drei Schalker Chests voll gut. Schweinefleisch. Ja, also, und das ist halt das Beste, weißt du? Ja, ja, so, deswegen, ich weiß. Und dann halt die Goldfarm, ne? Soll ich die auch noch gerne? Die kann ich dir auch gerne noch zeigen. Ist das eine mit Portal hierhin oder färmst du in den Nether? Nee. Wie meinst du? Ich habe meine Goldfarm im Nether zum Beispiel gehabt. Achso, ja, die ist auch im Nether, natürlich. Ja, okay, natürlich. Das, ich meinte, du kannst ja auch welche bauen, wo das Portal rausgeht und dann kannst du draußen genau, auf die... genau. Ah, ich verstehe. Wo man die krass, Wahrscheinlichkeit Alter. Hat mit dem Ding. Aber das ist hier, also ich habe eine gebaut, wo man Erfahrung noch gleichzeitig halt bekommt, weißt du? Das ist quasi so ähnlich wie deine. Deine habe ich auch ein paar Mal auf dem Weg dahin gesehen. Mhm. Aber, beziehungsweise generell habe ich die gesehen, aber es ist quasi nochmal ein Stück weiter weg es ist ein bisschen anderes Konstrukt. Ich würde dir die einfach mal zeigen. Ich gucke mir die gerne an. Okay. Da kann man Freunde, auch direkt enchanten, habe ich alles vorbereitet. Boah, Leute, Arainis ist größte Aber Ehre, vorher, Mann. Warte kurz, lass mal kurz hier. Vorher, Was denn? Muss ich noch... Nimm dir mal eine Rüstung aus. Nein! Bro, du weißt doch. Bro, guck mal, als ich hier angekommen bin, ich war einen Tag hier. Bro, du kamst und hast mir einfach full Netherite gedroppt. Nur deswegen konnte ich das alles hier so mit Lukas aufbauen. Weißt du? Ja, natürlich, Reini. Du bist einer von den Guten. Gönn dir, Bro. Ey, Digga, du bist wirklich der Beste. Danke dir, Reini. Ich hol mal ein Set mal raus. Weil Rüstungsplatte brauche ich immer. Hier habe ich noch meine zweite. Okay. Ja, ich habe dann alles. Oh, ich danke dir, Mann. Ey, ich danke dir, Mann. Gerne, Bro. Oh mein Gott. Für solche Situationen habe ich eine zweite und dritte Rüstung gemacht. Boah, du bist der Beste, Reini. Oh Let's Gott. Go. Dann kannst du auch wieder kämpfen, Junge. Ja, gegen den Noob-Clan. Ah, ich muss mir noch mein Schwert machen. Muss ich auch auf Netherite? Du hast doch noch Netherite-Barren gehabt, oder? Ich habe da auch Netherite-Barren drin, ja. Brauchst du die? Ja, ich habe noch ein Diamantschwert. Wenn wir Verzauber stehen, mit meinem Buch. Gönn dir. Ja, Digga, Reini. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen sollte. Bro, ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen würde. Ja, genau. Okay. Siehst du? Und ich habe genau dann gehen die wir jetzt zur Goldfarm. Menschen. Ja. Wir gehen jetzt zur Goldfarm und da kannst du dann halt auch alles nochmal enchanten. Wie gesagt, Erfahrung, du stehst da eine Nacht AFK, kannst alle deine Rüstungsteile enchanten. Ja, safe. Das kriegen wir hin. Sehr gut. Freunde. Oh mein Gott, wie nice sieht die denn bitte schön aus? Oha. Hey. Oha, Reini, wo geht's hier rein? Hier kann man reinfliegen. Ah, okay. Ja. Ja, perfekt. Oh so, du musst hier einmal kurz, das ist übel laut wahrscheinlich. Ja, ist nicht schlimm. So, mach mal deinen Sound komplett aus und dann noch auf die normale Lautstärke wieder. Okay. Ich habe alles gut. Weil bei mir, ich muss einmal Sound ausmachen und dann hört man die Minecarts nicht mehr. Hier unten kommt das Gold rein, hier ist auch gerade sogar noch einiges drin. Okay. Hallo? Ja, ich hör dich, okay. Ich hab grad nur kurz genau. Ausgemacht. Hier kommt das Gold rein, hier ist auch so markiert. Hier hinten kommt Dings rein, falls man mal verrottetes Fleisch brauchen würde. Ja. Genau, und hier auf beide Seiten muss man immer einmal reingucken. Ja, verstehe. So, und hier geht man dann hoch. Man muss sich genau hier drauf, am besten, was ich immer mache, ich platziere hier einen Block drin, wenn ich nicht drin bin, damit die Erfahrung nicht runterfällt. Mhm. Dann stellt man sich genau auf diesen Block hier. Mhm. Hier in der Kiste ist immer ein Pfeil und ein Bogen drin, damit man die nicht one-shottet. Und dann greift man einfach, mach du das am besten einfach. Dann hast du das einmal. Hier und die Pfeile sind da drin, so. Ja, genau. Und dann musst du einen abschießen, aber du musst aufpassen, es gibt ganz an den Ecken gibt's welche, die sind ganz außen, die darfst du nicht abschießen. So, schieß immer einen ab, der so ein bisschen nicht ganz an der... Genau, der zum Beispiel. Und jetzt kommen alle. So, jetzt alle Aggro auf dich, für immer. Ja. Quasi. Und die fallen hier jetzt runter. Und werden da dann getötet und du kriegst die Erfahrung einfach. Oh mein Gott. Wir gucken uns das an, Freunde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Erfahrung klaue, ich hoffe nicht. Aber genau, die nicht. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal müssen die Klumpen ein bisschen größer werden, aber da sieht man. Ah, ich sehe schon. Ja, ich habe ein bisschen was zu fliegen genau. gesehen. Genau, deswegen. Und da ist halt komplett AFK. Ist ein, oh mein Gott, 19 Level! Echt, so viel auf einmal? Oha, ich war Level 1! Ja. Oh mein deswegen. Gott. Okay, wie lange saß dann der hier dran?
Boah, ich hab's wieder mit Lukas und Zitashi habe ich es noch. Zitashi hat dir noch mitgeholfen. Ah, okay, verstehe. Boah, also das Ding ist, ich habe halt eine extra Farm gebaut, nur um die Magma Cubes zu bekommen, ne? Ja, weil ich keine Lust hatte, die selber zu farmen. Ja. Aber sonst, also die allein gebaut, also zu dritt haben wir die halt gebaut. Das hat vielleicht 3 Stunden gedauert oder so. Das ging eigentlich relativ schnell. Ja, zu dritt geht's dann natürlich. Ich habe alle Farben. Und dann halt über dir ist direkt ein Enchantment Table, ne? Ja, ich hab's ja schon. Kannst halt instant währenddessen enchanten. Ja, muss halt nur Lapis mitbringen, da haben wir nicht mehr so viel. Genau. Ja, ich habe bestimmt noch irgendwo Lapis, muss ich mal nachgucken. Lukas und ich haben bestimmt noch irgendwo was. Ey, Reini. So, deswegen und. Du bist eine Maschine, sag ich dir ehrlich. Du bist eine Maschine, Reini. Ich meine das ernst. Das sagst du, Junge. Du bist der Farm-King auf der YouTuber-Insel. Nee. Ich glaube, ihr habt mir den Titel abgeholt. Aber Reini, es gibt viel wichtigere Sachen. Ja? Ich sag dir ehrlich, Lukas und ich haben eine neue Mission. Alpha-Clan? Der muss weg. Der muss unbedingt weg. Das habe ich von Anfang an gesagt. Aber diesmal bist du nicht alleine mehr, Reini. Wir werden, wir haben volle. Das ist gut. Volle Konzentration von Avive und mir hat jetzt der Alpha-Clan mit Timmy. Das ist sehr gut, das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen nur schlau an die Sache rangehen. Aber ich meine, wir beide, wir synergieren ja zusammen. Das hat man ja gesehen, wie wir Timmy zu Fall gebracht haben. Ja, safe. Und Reini, ich muss mit Avive mal drüber reden. Ich würde sagen, wir müssen uns die Tage auf jeden Fall mal treffen. Wir müssen uns auf jeden Fall mal treffen, mal zu dritt. Ich will Lukas auch mal wiedersehen nach all der Zeit. Ja, ich habe ihn auch nur wieder gesehen, nachdem ich entführt worden bin für 2 Tage. Also, aber mach's nicht nach, ich kann es nicht empfehlen. Aber zurück. Aber er kam zurück und er will auch bleiben. Echt? Er will auch bleiben. Geil, das ist richtig geil. Ja, ich habe ihm gesagt, er muss auch bleiben. Ich brauche seine Hilfe. Okay, Reini, ich würde sagen, ich stelle mich noch ein bisschen AFK hier rum. Ey, tausend Dank, wirklich. Also, wir sehen uns. Ja. Leute, ihr müsst alle Reini abonnieren. Er ist der größte Ehrenmann. Ich küsse dein Herz. Alles klar. Gut, Reini, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich baue ihn wieder zu, damit die Erfahrung nicht runtergeht. Ich werde noch ein bisschen XP hier farmen. Okay, wir sehen uns, ja? Mach's gut, ciao. Ciao. Ey, Leute, ihr habt es mitbekommen. Was ist Reini bitte für ein Ehrenmann? Leute, ich würde sagen, die Vorbereitung läuft. Alpha Clan. Ich bin wieder da. Ich habe meine Sachen. Wir holen uns ein bisschen Gold mit, Freunde. Und dann heißt es Goldäpfel machen. Und meine lieben Freunde, Snoopy, Kiro, Timmy, Stace und dieser Beule. Ihr seid zu 5 vielleicht eine Hand, ja? Aber nacheinander mache ich euch weg. Denn Lukas und ich, wir sind eine Faust. Wir sind zusammen. Mit Riley noch dazu. Mit Sue, mit Rossig. Ihr wirklich Amir, Avive, Rossig, Sue. Reini, zusammen ergeben wir mit den Faust. Ihr seid nur 5 einzelne Finger. Werden euch platt machen. Auf dem nach, das war's gewesen, meine Freunde, mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt Reini ab unten in der Videobeschreibung. Größter Ehrenmann, hat mir geholfen. Und ich würde sagen, es ist bald wieder an der Zeit. Die Wasserkrieger, das Dream Team, Army und der Vive, mit Reini, mit Sio, mit Russik ist zurück. Und wir werden dem Alpha-Clan ein für alle Mal den Chaos machen. Tschüss.